Weitgehend auf dem Ferrari 308 basierend, wirkt der neue Ferrari 328 GT, der ab 1985 erhältlich war, wesentlich gefälliger als sein kantiger Vorläufer 308. Das Design war modifiziert worden und zeichnete sich durch gerade Linien mit schwungvollen Akzenten aus. Die Front- und die Heckpartie der bei Pininfarina entworfenen Karosserie wurden etwas herausgezogen und abgerundet. Dadurch wirkt der 328er gegenüber dem 308 etwas größer. In Wahrheit aber beträgt der Unterschied gerade einmal 10 mm in der Länge. Die Bezeichnung des 328 schlüsselt sich auf in die 3 und die 2 für 3,2 Liter und die 8 steht für den 8-Zylinder-Motor. Erhältlich war der 328 als geschlossene GTB-Version, Gran Turismo Berlinetta, und als GTS, Gran Turismo Spider. Die hier gezeigte GTS-Version hat als Besonderheit das herausnehmbare Targa-Dach, mit dem der Ferrari damals das Frischlufterlebnis mit Sicherheitskonzept verband. Die Motorleistung des querliegenden V8-Motors im Heck wurde im Vergleich zum 308 gesteigert. Somit erhielt der 328 GTS einen Hubraum von 3.185 Kubik mit einer Leistung von drehfreudigen 271 PS bei 7.000 Umdrehungen in der Minute. Dieser leistungsgesteigerte Antrieb beschleunigt den Sportler binnen 5,8 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde. Ferrari-Fans bemerken außerdem, dass die meisten Arbeiten am Motor des Fahrzeugs durchgeführt werden können, ohne dass der Motor aus dem Chassis gehoben werden muss. Die Serie des 308 und 328er Modells wurde bei Ferrari ca. 20.000 Mal gebaut. Zu den begehrtesten Varianten zählte das hier gezeigte GTS-Modell. Heute ist es ein äußerst begehrter Klassiker.